Joseph, kannst du mal hinter den Vorhang schauen? Ich hab keine Lust. Oh. Ja, okay. Na, alles fit? Oh. Das hängt dann nicht mehr. Joseph! Hilfe! Hilfe! Knallt ab! Kein Bock auf den! Geh kaputt, Mann! Hätte ich ihn da hängen gelassen, dann wäre wohl nichts passiert. Hat er in seinen Kopf kommen, muss kaputt gehen. Ja, der hängt in mir. Joseph, da bewachst du ihn mal. Der sich gerade bewegt? Eigentlich will wieder Streichhölzer. Wobei Kugeln auch nicht schlecht sind. Jetzt haben wir eigentlich hier richtig viel Schuss wieder. Auch ganz gut. So, sonst noch was? Was haben wir hier? Ah, ich habe gedacht, hier so eine schöne große Kiste. Kommt aber nur eine Spritze bei raus. Alter, wir haben 11.000 Punkte. Wo ist die Leiche hin? Schwupps, weg. Joseph? Noch da. Los, keine Panik schieben. So, hier geht's die Treppe einmal runter. Wir bleiben mal kurz noch hier oben. Das können wir nicht aufmachen, oder? Nee. Da haben wir sonst auch nichts weiteres. Was soll ich denn mitnehmen? So, naja, wir müssen... Ah, das war falsch. Hier kommt ein X zum Treten. Aber irgendwie falsch rum. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, ob es sinnvoll ist. Joseph! Warum ist hier verdammt dunkel, hey? Ich habe eine Lampe. Alter, was ist das für eine Türe? Total verdrahtet. Na toll. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Tippt jetzt einfach wild rum, oder wie? Ja, was geht bei dem ab? Ein Genie. Ist hier mal richtig hilfreich. Ich hoffe, der bleibt noch lange bei uns und lebt auch noch lange. So, hallo? Jemand da? Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Alter, flipp nicht aus. Irgendwas ist in dem, oder keine Ahnung, infiziert, gebissen. Aber komischweise, wo der komische Piepton kam, da ist irgendwie, sag ich mal, mutiert. Joseph, alles klar? Ich gehe schon mal die Leiter nach oben. So, Alter, das geht aber ganz schön weit nach oben. Wo kommen wir dann raus? Was hat jetzt eigentlich das eine Fass gebracht?
wo wir hätten, sag ich mal, mitkicken können. War doch auch so ein bisschen sinnlos, oder? So, oh, Streichhölzer. Einmal 3 Stück. Einmal Pumpenmunition. Und ich höre wieder Musik zum Speichern. Was macht er? Ja, komm, einen Moment noch. Voll! Na toll. Haha, das hat sie gerimt. Ich würde kurz speichern gehen und mich verbessern gehen. Wenn das hier geht. Okay. Alter, warum bin ich hier? Die komische Frau hinter mir, die sah ein bisschen blutig aus. Ich ist aber plötzlich nicht da. Aber ich bin hier, glaube ich, schon sicher, oder? Wenn ich hier bin. Weiß nicht so genau. Kann ich wieder an so ein Fach hin? Ja, ich habe ja einen Schlüssel. Ich nehme die da. Wie gesagt, das ist ja nur hier Zufall. Boah. 8 Stück. So viel kann ich nicht mal mitnehmen. Wollt ihr mich jetzt ehrlich verarschen? Was ist, wenn ich mich dingsen gehe, upgraden, mehr Schrotflintenmunition, ist die dann noch da? Ich hoff's ja. Warum ist hier so dunkel? Ich frage, ob ich hier dann wieder reinkomme. So, einmal auf den Stuhl. Und ich hoffe, ich kann dann noch die restliche Munition mitnehmen. Hey, das wäre Gold wert, ey. Wir können nur 8 Schuss mitnehmen. Auf das habe ich gerade gar nicht geachtet. Ich freue mich hier auf massig Muni. Kann ich aber nicht mitnehmen. So, Waffen. Einmal. Ach, nee, hier. Was haben wir? Erhöht die Menge der Schrotflintenmunition. Okay, ja. So, einmal. Zack. Würde ich sagen, noch einmal. Weil Schrotflintenmuni halt wirklich, sag ich mal, richtig gut ist. Granaten hatte ich bis jetzt auch noch nicht so viele. Streichhölzer. Ja, komm, 500 Punkte. Die Bolzen können wir auch mitnehmen, oder? 2000. Aber eigentlich will ich halt noch ein bisschen irgendwie... Ja, Nahkampfschaden finde ich ist wichtig, falls die Muni ausgeht. Dann haben wir noch 1800. Kann man da irgendwas machen? Oh, Nachladegeschwindigkeit. Feuerrate. Feuerrate ist auch übel, hey. Also die Schüsse zwischendrin. Genauigkeit auch. Kritisch. Was haben wir hier? Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit. Kritisch haben wir schon eins nach oben. So, hier haben wir Reserve, Qualenbolzen. Ja, oder wir sparen mal. So, dann haben wir ein bisschen hier Zeugs los, aber halt auch ein bisschen hier. Komme ich hier wieder rein? Kann ich auch? Ne, ich kann nicht sprinten. Irgendwie finde ich jetzt der Blick irgendwie jetzt voll komisch. So nah dran, so ein bisschen, sag ich mal, kann sich nicht so schnell bewegen. So, kann ich alle mitnehmen? Ah, okay. Aber besser wie 7 liegen lassen. Und vielleicht das nächste Mal, wenn wir zurückkommen, vielleicht liegen sie ja immer noch da. Das weiß ich eben nicht. Vielleicht geht erst das Fach wieder zu oder so, wenn man alles rausgenommen hat. Man hat ja gesehen, das eine Fach, wo ich offen oder schon mal geöffnet habe, das ist so angelehnt, sag ich mal. So ein Spalt offen. Und deshalb bin ich mal guten Mutes, dass ich hier, ja, die Munition vielleicht noch bekomme. Wieso kann ich nicht speichern? Hallo?
Warum muss da die komische Tuse da sein? Wo ist denn die? Hallo, Lady. Ich wollte jetzt gerade eine kleine Pause machen. Geht aber nicht, weil ich nicht speichern kann. Mongo-Spiel. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Hä? Ach nee, ich bin da raus. Ach so, hier gibt es auch noch eine Türe. Wo ist denn die? Gerade irgendwie Kaffeepause. Eigentlich wollte ich hier kurz speichern, aber... Oder bin ich kurz vor dem Kapitelende oder so, ich weiß nicht. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir... Bin ich hier jetzt gefangen irgendwie? Kann ich an den Spiegel ran? Muss ich hier vielleicht noch irgendwas machen? Oder kann ich an den hinteren Spiegel... Hallo? So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Was für Anmeldungen? Ich habe hier noch keinen einzigen gesehen. Lass mich los! Lass mich los! Und sich da rein? Ich will es erstmal speichern. Sie sehen gar nicht gut aus. Lass mich passen los, Sie auf sich auf. So, jetzt aber. Wir haben wieder Farbe. Und wir können endlich speichern.